Oh, Hilfe, nee, schnell weg hier, schnell weg, schnell. Oh, nee. Scheiße, der, nee. Ja, schnell hier, schnell, 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 schnell. Zum Glück habe ich meinen Laserpointer dabei hier. Der schreckt das Vieh ein bisschen ab. Ja. Oh, nee, der. Oh, endlich in der Base hier. Bin fast noch auf die Fresse geflogen, der, nee. So, erstmal verschnaufen. Oh, nee. So, der, oh. Nee, gut. Endlich wieder in der Base, du. Oh, immer noch verschnaufen, du. Oh. Das ging ja gar nicht, sag ich euch. Ich komme gleich dazu. Wenn ich mich beruhigt habe, Leute, dann erzähle ich euch, was das für Viech war, was mich ja verfolgt hat. Ne? Ich war nämlich wieder alleine unterwegs, habe wieder nicht auf die anderen gehört. Ne? Man soll ja manche Touren nicht alleine machen. Ja. Aber jetzt erstmal hier. Aber du, ach nee. Aber jetzt erstmal hier eine Fressbeckel aufmachen. Das hat viel, viel Energie gekostet. Also jetzt muss ich mir erstmal so eine Fressbeckel hier aufmachen. Extra für Fressecke, wie mich gedacht. Hier, guck du, ach nee. Und dann kommen wir endlich dazu, was das war, was mich hier geschickt und verfolgt hat. Ja, hier, erstmal was essen. Ja. So, jetzt geht's mir besser, Leute. Also, ja, hier seht ihr nämlich, das geschah zuvor, vor meiner Flucht. Und zwar habe ich hier ein besonderes Tier beobachtet, den sogenannten Fluchttiger. Ja, das Kind davon heißt Fluchttigerchen. Und ja, wie der Name schon sagt, konfrontiert man das Tierchen mit einem Problem, wird das erstmal aggressiv, ja, und verfolgt einen oder auch nicht, je nachdem. Und dann flüchtet es quasi, ja, in seinen Bau, auch als Bunker bekannt. Ja, und wir konnten natürlich einige dieser Bauten auffindig, oder besser gesagt ausfindig machen. Genau. Ja, ein solcher Bau seht ihr jetzt hier im Bild. Wir versuchen mal durch das Kuckloch hineinzuschauen, wie es denn in so einem Bau aussieht. Aber ich glaube, da brauchen wir modernste Grabetechnik, um uns mal so einen Bau genauer anzuschauen, würde ich behaupten. Ja, hier im Bild seht ihr modernste Grabetechnologie. Die haben wir natürlich angewandt. Wir konnten einen Plan erstellen, wie es dort in so einem Bau aussehen könnte. Und ja, wir begehen gleich noch anschließend den Bau und schauen mal, wie ein Fluchttiger so lebt. Ja, offensichtlich hat der Fluchttiger Angst vor unserem hochmodernen Grabgerät. Und ja, er hat uns freundlicherweise die Tür aufgelassen bei seiner Flucht. Und deswegen gucken wir mal jetzt, wie es hier drin aussieht in dem Bau. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist das sehr spartanisch eingerichtet. Was zum Zocken, was zum Essen kochen, was zum Gammeln. Ja, denn der Fluchttiger ist ja immer fluchtbereit, deswegen hat er auch relativ wenig Einrichtungen in seinem Bau. Ja, hier seht ihr einen anderen Bau des Fluchttigers. Das ist das besonders schnell flüchtende Modell. Das hat nämlich gar keine Eingangstür. Aber wir konnten auch einen Schlachtruf des sogenannten Fluchttigers aufzeichnen. Denen wollte ich euch nicht vorenthalten. Dieser folgt jetzt hier gleich. Geil! Ja, das soll hier ein kleines Update gewesen sein. So, Doc zockt ständig nur jetzt erst recht. Genau, mir ist nämlich aufgefallen, dass ich Ark völlig vergessen hatte in dem Jahresrückblick-Video. Deswegen musste ich unbedingt noch mir irgendwelchen Blödsinn einfallen lassen, dazu noch was machen. Ja, in diesem Sinne, seid keine Fluchttiger. Danke, dass ihr euch diesen Blödsinn wieder angeguckt habt. Ja, so rum. Und danke an alle Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.